angekommen ist. Wie cool wäre das bitte, wenn Vitamalz sich so marketen würde, also die Girlboss Beverage. Genau, du bist bei Vitamalz nicht so nach einem stressigen Tag in der Kanzlei. Du weißt ja, wie das ist, wenn man sich hocharbeiten muss. Ja, trinke ich mein Vitamalz. Meine Oma ist auch immer da. Sie trinkt es auch richtig gerne. Mhm. Vielleicht muss sie mal Werbung machen. Wenn du möchtest, kann ich so einen Mini-Vitamalz-Spot mit dir drehen. Ich brauche ganz, ganz dringend, bitte wirklich, unbedingt brauche ich das Kredit. Meine Meerschweinchen haben kein Streu mehr, mein Vitamalzvorrat ist leer, meine Kinder sind einfach hungern, was soll ich tun? Ich brauche unbedingt das Geld von euch, bitte. Also, ohne sie sind meine letzte Hoffnung, meine Rettung quasi. Es tut mir so leid. Ich glaube, ich brauche irgendwie einen Ansporn dafür, dass wir ihnen das geben können. Also es geht sonst nicht, wirklich. Okay. Also ich verstehe, dass Ihnen meine Kinder nicht so wichtig sind und mein Meerschweinchen, aber also für das... Würde ich nicht so vielleicht machen. Kann ich Sie überzeugen? Ist das eine Vitamalz-Flasche? Korrekt. Ich meine, überzeugen Sie sich selbst. Okay, danke. Ist das eine Vitamalz-Flasche? Habe ich zu viel versprochen? Nein. Ich trinke Vitamalz, Vitamalz. Und es schmeckt Vitamalz so gut. Ich trinke Vitamalz wie damals. Und es schmeckt Vitamalz so gut. Junge, das ist so ein Piece of Art. Das wird so gut. Dieses TikTok so lustig, dass du mir geschickt hast, was war das nochmal? So ein Type of Music, you listen to. Ich fand das, mein Gott, das ist so cute. Industrial Labor Songs from the early 1900s. Synthwave. And then like, heavy psychedelics. Schöne Grüße von meiner Oma. Damit beide. Sweet. Ja. Ich habe jetzt alles über kaputte Hüften und Knie und so erfahren. Guten Themen. Aber irgendwann catcht man sich auch selber damit, wie man so anfängt, so über seine Krankheiten viel zu reden, wie so ein alter Mensch. Ich halte mich zurück. Man hört die Musik noch. True. Das ist der Soundtrack. I mean. Ah. Eine Kamera in meinem Gesicht. Also. Er ist nicht zu erkennen. Wo ist er? Der Hase. Hinter so einem Gras. Hm. Da sieht man nur die Ohren. Direkt geradeaus eigentlich. Ah, ich habe sie entdeckt, aber ist ganz da hinten. Ich glaube, ich filme die ganze Zeit. Inception. Ist echt so. Ich weiß nicht, wie ich die Aufnahme stoppe. Es läuft einfach weiter. Achso, hier, die rote Taste. Ah.
Horizont, die Glut des Morgens, Himmel und Meer waren eins. Und aus den Wellen kamst du mit Perlen im Haar auf mich zu. Mädchen, schrei! Wie spät ist es eigentlich? Warte mal, lass mich nachgucken. Ich glaube, es ist Bra AM.